Hey, boah, bist du dreckig. Also, in der ersten Runde wünsche ich mir so ein Cola-Gelee. Das ist auch mega einfach. Ich koche dir ein Gelee. Oh, sowas bin ich noch nie begegnet. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich anfangen soll. Um anzufangen, brauche ich Cola. Jetzt erstmal öffnen. Oh, ich hab's fast geschafft. Ich bin jetzt zwar nass, aber zumindest war das lecker. Danke, Oma. Also, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Ich wollte die Cola fast austrinken. Und jetzt kommt ein Cola-Rülpser. Oh, schon mal was von Tischmanieren gehört? Jetzt kommen ein paar Nerds-Bonbons in die Flasche. Und darüber ein bisschen Mais-Sirup. Dank ihm wird meine Cola sich in ein Gelee verwandeln. Ich glaube, das reicht. Oh, jetzt sei doch endlich vorsichtig. Jetzt nur noch den Deckel abschließen und ein bisschen aufschlagen. Oh nein, dieser Sirup war viel zu klebrig. Ich krieg die Flasche nicht mehr ab. Nun komm schon. Mach, dass du abkommst. Puh, es hat geklappt. Mein Gelee ist fast fertig. Ich muss es nur noch ein bisschen abkühlen lassen. Schaut mal. Tada! Das ist irgendwie viel zu kompliziert. Das beste Gelee ist einfacher Honig. Den lege ich ins Eis und fertig bin ich. Oh, was für ein Haufen Blödsinn. Ich zeig euch, wie man echtes Gelee macht. Zuerst muss man die Cola in einen Topf gießen. Da kommen noch ein paar Cola-Gummibärchen hinzu. Die werden schmelzen und mein zukünftiges Meisterwerk noch köstlicher machen. Und die letzte Zutat ist eine geheime Zutat. Diese Mischung müssen wir schön kochen lassen. Und wenn das Gelee fertig ist, müssen wir es durch einen Trichter in die Flasche füllen. Oh ja, diese Mischung hat die perfekte Farbe. Noch ein letzter Schliff. Am besten benutze ich zum Abkühlen flüssigen Stickstoff. Aber seid bitte vorsichtig, dieses Ding hat's in sich. Oh, wie cool! Na, Vicky, es wird Zeit, den Gewinner des heutigen Abends zu wählen. Oh, das riecht ja toll. Ich probiere mit dem Gelee von meiner Oma. Das sieht nach ganz normalem Honig aus. Und was hat mir der Chefkoch vorbereitet? Oh, das glänzt ja toll. Gefällt mir. Und was hat Jill gemacht? Wow, da sind sogar ein paar Bonbons drin. Richtig lecker. Jill hat gewonnen. Ja, hab ich's doch gewusst. Mich kann hier niemand schlagen. Hör auf, den Zucker zu essen. Diesmal wünsche ich mir ein paar Waffeln. Das kann ich schaffen. Wie kocht man die? Waffeln sind meine Spezialität. Ich weiß besser als alle anderen, wie man sie zubereitet. Ich brauche Mehl, ein paar Eier, jetzt ein bisschen Butter und natürlich etwas Milch und Zucker. Die Milch schmeckt übrigens fabelhaft. So, jetzt muss ich alles schön umrühren. So ein Tempo findest du beeindruckend, nicht wahr, Chefkoch? Ach, mein Mixer schafft das viel, viel schneller als du. Oh, ich muss doch ein bisschen Gas geben. Jill, tut mir leid, ich brauche gleich zwei Schneebesen. Ich bin mir sicher, du wirst nicht schneller sein als meine Maschine. Ach ja, übrigens, ich bin bereits fertig. Ich habe mir gedacht, ich mache meine Waffeln schön bunt. Dafür gebe ich den Teig in verschiedene Schüsseln und tropfe in jede Schüssel ein bisschen Lebensmittelfarbe rein. Sieht schön aus, nicht wahr? Aus diesem bunten Teig mache ich jetzt ein paar bunte Waffeln. Sieht toll aus, aber ich glaube, dass meine Waffeln besser sein werden. Die schmecken so lecker.
Die will ich selber aufessen. Da kriege ich nicht genug davon. So, mein Teig ist fertig. Oh, du bist immer noch am Teig? Ich bitte dich. Schau mal, meine erste Waffel ist bereits fertig. Jetzt muss ich sie nur noch schön servieren. Dafür benutze ich einen schwarzen Teller und etwas Schlagsahne. Und schon sieht's so aus, als hätte ich einen Regenbogen in den Wolken. Okay. Wie wär's denn noch mit ein paar bunten Streuseln? Oh, was hat die sich schon wieder überlegt? Ich kann dir eines sagen, nichts wird besser schmecken als die Waffeln von der guten alten Oma. Die werde ich nämlich mit leckerem Eis dekorieren. Ein paar Beeren. Und frischem Ahornsirup. Jill, wo sind deine Waffeln? Immer mit der Ruhe. Ich habe alles unter Kontrolle. Die Waffeln kommen gleich, oder doch nicht? Menno, ich habe ein bisschen zu wenig Teig gemacht. Aber das macht doch nichts. Ich habe noch einen Plan B. Seit wann habe ich ein Kanickel in meinem Rucksack? Wie auch immer. Ich brauche jetzt erstmal diese Fertignudeln. Die muss ich aufweichen lassen. Und dann auf meinem Waffeleisen backen. Schaut mal, fertig ist meine Waffel. Also, das ist doch ungeheuerlich. Was sagt Vicky dazu? Was ist das denn? Sieht ganz schön eklig aus. Aber ich probiere trotzdem mal was. Vielleicht schmeckt's ja. Das sind doch Nudeln. Pfui, ich habe mir was anderes gewünscht. Oh, meine Oma hat meine Lieblingswaffeln gemacht. Das schmeckt einfach unglaublich gut. Dankeschön, Oma. Und meine Lieblingshimbeeren, super. Ui, die Chefköchin Annie hat sich aber auch Mühe gegeben. Das sieht nicht nur schick aus, sondern schmeckt auch noch lecker. Awesome. Wisst ihr was? Das ist voll die harte Wahl, aber ich glaube, die Oma hat gewonnen. Ja, hab ich's doch gewusst. Und was machen wir dieses Mal? Ich wünsche mir einen Donut. Könnt ihr das schaffen? Im Handumdrehen. Oh, ich kann das natürlich auch schaffen. Das wären die besten Donuts überhaupt. Haben wir bereits angefangen? Ach, tut mir leid. Ich liebe einfach diese Nutella. Und wisst ihr was? Das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich zerkrümle einfach eine Packung Oreos. Wunderbar. Und jetzt kippe ich diese Krümel zusammen mit Nutella in eine Schüssel. Vermische alles. Und den Teig kann ich jetzt probieren. Schmeckt super. Den Rest kippe ich in meine Donutmaschine. Ich meine, was könnte einfacher sein? Na, wo ist denn das, was ich brauche? Ach ja, tatsächlich. Dankeschön. Den Teig kippe ich in die Formen. Ach, du bist so langsam, Oma. Ich bin bereits fertig. Meine Donuts schneide ich jetzt in zwei Hälften und mache eine wunderbare Füllung aus Erdbeersirup. Aber das ist noch nicht alles. Obendrauf kommt noch ein bisschen flüssige Marshmallow-Mischung. Die lege ich natürlich in eine Spritztüte. Schaut euch dieses wunderbare Meisterwerk an. Na, wenn das nicht appetitlich ist. Okay. Obendrauf kommen noch ein paar bunte Streusel. So mag ich meine Donuts. Ihr könnt mich jetzt einfach nur beneiden. Na, von wegen. Meine Donuts sind auch fast fertig. Ich werde sie mit ein bisschen Puderzucker bestreuen. Ups, das war die falsche Richtung. So, jetzt sieht alles so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh, ich will mir was von diesen Donuts nehmen. Finger weg, die gehören nicht dir. Ach, übrigens, meine Donuts sind auch schon fertig. What?
jetzt sei doch bitte ein bisschen vorsichtiger, Kind. Was für ein süßer Donut. Den tunke ich jetzt noch in meine Nutella. So, meine Schokodonuts mit Nutella sind fertig. Wow, so viele verschiedene Donuts. Ich will sie alle probieren. Wie lecker. Ich liebe es einfach. Als nächstes probiere ich die Donuts von meiner Oma. Lecker. Naja, Oma, ich habe wirklich was Besseres erwartet. Jill, ich hoffe, deine Donuts schmecken auch lecker. So schokoladig. Hat mir gefallen. Aber die besten Donuts hat die Chefköchin gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ach, da war ich mir doch sicher, dass ich gewinnen würde. Ich war so hungrig und ich habe nur eine Pizza bekommen. Wow. Tut mir leid. Voll cool, dass ich viel mehr habe. Habt ihr diesen Turm gesehen? Schaut mal, das sind so viele Pizzen, dass die bis zum Himmel reichen. Diejenige, die am wenigsten Glück hatte, ist zuerst. Es ist Diana. Come on! Jetzt reicht's aber. Da gibt's nichts zu lachen. What? Ich weiß auch schon, wie ich die essen werde. Selbst wenn ich nur eine Pizza habe, bin ich trotzdem glücklich darüber. Aber schaut mal, wie lang sich der Käse zieht. Voll schön. Klasse. Wow. Und zergeht nur so auf der Zunge. Hey, sei doch vorsichtig. Pass auf, wo du den Müll hinwirfst. Wen interessiert das? Genug, jetzt hör auf. Das wirst du mir büßen. Ihr seid beides voll witzig. Okay, jetzt geht's aber an meine Pizza. Diana, du hattest recht. Die ist mega lecker. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wie man die bequem essen kann, ohne sich die Hände dabei schmutzig zu machen. Man rollt sie einfach ein. Wow, das ist ja voll lecker und praktisch. Sieh mal, so geht das. Cool, nicht wahr? Wow, ich hätte gar nicht gedacht, dass man so viele Pizzen auf einmal sich in den Mund stecken kann. Natürlich geht das. What? Oh, hier ist was schiefgegangen. Hey! Was soll ich jetzt bloß tun? Ach, komm schon, mach dir keine Sorgen. Jetzt gehört der Rest deiner Pizzen uns. Meine Pizzen hin. Hey! Ihr solltet euch schämen. Ihr habt sie einfach gestohlen. Ich Diebe. Hey! Jetzt schrei uns nicht an. Wir hatten Hunger. Jetzt bin ich dran. Darauf habe ich so lange gewartet. Aber das war lecker. Mmh, hier ist noch Salami übrig. Ein Tic-Tac? Aber das ist noch viel zu wenig. Ich habe eine ganze Schachtel. What? Hey. Schau mal, was Diana hat. Ja, schaut es euch an. Ich habe eine mega große Schachtel. Come on. Voll cool. Aber Lilly kann anfangen. Ich weiß schon. Mein Tic-Tac ist mit Coca-Cola-Geschmack. Ich liebe Cola. Köstlich, aber viel zu wenig. Mary, jetzt bist du aber dran. Hurra! Ich bin immer bereit, was Leckeres zu essen. Hä? Was soll das? Na, jetzt macht schon. Du hast deine Tic-Tacs verstreut. Oh no! Nichts dergleichen. Die mögen zwar auf dem Tisch verstreut sein, aber ich kann sie trotzdem essen oder aufsaugen. Yes! Ich bin begeistert. Diana, jetzt bist du dran. Ah, na endlich. Ich kann es kaum erwarten. Wow. Schaut mal, wie viel ich davon habe. No.
Es ist köstlich. Hey, wieso teilst du nicht mit uns? Du hast doch so viele Päckchen. Teilen von wegen. Das ist so lecker. Das will ich am liebsten selber essen. Verdammt. Genau. Ich habe eine Idee, wie ich Diana mindestens eine Kiste klauen kann, ohne dass es jemand bemerkt. Wenn ich von dieser Seite aus zugreife, wird sie nichts bemerken. Hey, woher hast du das? Das sind doch meine Tic-Tacs. Na warte, jetzt könnt ihr was erleben. Das ist für euch. Please. Es reicht. Bitte hör auf. Bitte. Beim nächsten Mal überlegt ihr euch zweimal, ob ihr mir mein Tic-Tac klaut. Moment mal, das sind doch Süßigkeiten. Ich kann die einfach mit dem Mund auffangen. Eine geniale Idee hast du da. Das ist für euch. Mist, mir ist die Munition ausgegangen. Wir hatten aber genug davon. Meine Güte, ist das Knoblauch? Sieht so aus. Gefällt mir gar nicht. Pech für euch, Mädels. Ich habe nur ein Stück Knoblauch. Also kannst du auch anfangen. Okay. Das wird schnell gehen. Schaut mal, wie ich ihn schäle. Oh, das ist ja voll cool. Ratzfatz geht das. Oh nein, gefällt mir gar nicht. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Weißt du, wie ich dir helfen kann? Du brauchst eine Knoblauchpresse. Mit ihrer Hilfe wird das Essen von Knoblauch weniger unangenehm sein. Komm schon, Lilly, mach den Mund auf. Oh nein, vielen Dank. Mach den Mund auf. Ich werde dir helfen. Na, gefällt's dir? Oh, das ist schrecklich. Das ist das Schlimmste, was ich je gegessen habe. Hey, ew. Oh, was für ein Gestank. Jetzt müssen wir das Zeug riechen. Lilly, hier hast du ein Kaugummi. Cool. Oh, vielen Dank. Der hat definitiv geholfen. Als hätte ich den Knoblauch gar nicht gegessen. Okay, jetzt komme ich dran. Aber wisst ihr was? Ich will das nicht essen. Ich trage es einfach als Kette. Voll schön, nicht wahr? Nicht wirklich. Die Regeln besagen, dass du den Knoblauch essen musst. Also genieß ihn. Okay. Ich hatte gehofft, dass die Idee mit der Kette funktionieren würde. What? Aber wisst ihr was? Hä? Ich habe eine bessere Idee. Um den Knoblauch schnell und gründlich zu schälen, musst du ihn in ein Glas geben und gut schütteln. Seht ihr? Shake it, shake it, shake it. Wow. Ist das nicht toll? Okay, jetzt kann ich's probieren. Boah, das schmeckt ja mega eklig. Als hätte ich den ganzen Mülleimer auf einmal gegessen. Boah, genau so riecht das jetzt auch. Hey, you. Hey, you. Ich weiß, was hier helfen kann. Wir brauchen dringend einen Lufterfrischer. Hier wird nichts helfen. Bis der Geruch aus meinem Mund verschwunden ist. Hey, you. Verdammt, was machen wir jetzt? Okay, ich sprüh's dir einfach in den Mund. Oh, das Spray ist alle. Naja, der Geruch ist auch weg. Ganz genau. Aber schmecken tut das auch nicht. Wie auch immer, Diana, jetzt bist du dran. Mädels, bitte, verschont mich. Ich kann nicht den ganzen Haufen hier essen. Oh, doch, das wirst du machen. Okay. Ich hoffe, ich muss nicht kotzen. Okay, noch kann ich das aushalten. Ich bin ein starkes Mädchen. Ich muss das schaffen. Boah, ist das eklig. Güte. Sie isst den Knoblauch direkt mit der Haut. Der Wahnsinn. Noch ein kleines Stückchen. Ich muss das schaffen. Oh no. Sei vorsichtig. Wirf doch nicht mit dem Müll nach uns. Ist mir egal.
Ich hab's geschafft. Ich hab alles aufgegessen. Boah, wir ersticken noch gleich. Das riecht furchtbar. Ich weiß, was uns helfen kann. Wenn wir die Quelle des Gestanks abstellen, wird der Raum etwas besser riechen. Hey, ich kann nicht atmen. Hilfe! Diana, geht's dir gut? Hey! Ich hoffe, die lebt noch. Die ist bloß ohnmächtig geworden. Okay, mir geht's gut. Ich bin am Leben. Worauf wartet ihr noch? Ich bin hungrig. Wir warten auf deine Anweisung. Ich möchte, dass ihr in der ersten Runde Pasta für mich zubereitet. Pasta? Okay. Gut. Okay. Oma, wach auf! Die Enkelin will Nudeln. Nudeln? Ganz einfach. Ich habe schon mehrmals Spaghetti für sie gekocht. Also nichts Schweres dran. Alles nach einem klassischen Rezept. Entschuldigung, es ist alles Mehl. Ja, du hast mich und meine Großmutter gut mit Mehl umgehen. Entschuldigung noch einmal, ich möchte Spaghetti selbst kochen. Nach dem Mehl gehen die Eier. Ich kann sogar damit jonglieren. Oh, halt. Entschuldigung wieder. Ich habe immer gedacht, dass ich ein guter Jongleur bin. Nun, wenn der Teig fertig ist, muss man ihn in kleine Kugeln aufteilen und jede Kugel in eine bestimmte Farbe färben. Dann, mit Hilfe einer speziellen Maschine, werde ich selbst den Teig in Nudeln aufschneiden. Um es zu tun, muss man einfach den Teig in dieser Maschine vorsichtig rollen. Ich finde, das klappt cool und sehr originell. Alle haben einfache Nudeln und ich habe Spaghetti in Blümchenform. Oma, alles gut? Alles in Ordnung. Meine Enkelin hat immer die normalen Spaghetti mit Ketchup geliebt, also warum sollte ich sie nicht genau die anbieten? Wednesday, nur du bist noch übrig. Ding, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte nicht, dass meine Nudeln wie klassisch aussehen. Für mich sind sie zu hell. Wenn man ein wenig schwarzen Farbstoff hinzufügt, wird es genau so sein. Ich werde auch Ketchup hinzufügen in der Rolle des Blutes. Übrigens werde ich zusätzlich die Gummibärchenaugen dazu mischen, damit sie die Komposition ergänzen. Baby, bist du bereit zu probieren? Ich weiß sogar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht werde ich als erstes die klassischen Nudeln meiner Großmutter probieren. Ich liebe sie seit meiner Kindheit einfach. Ich denke, dieses Mal ändert sich nichts dran. Wie ich auch gedacht habe, lecker und einfach. Als nächstes kommen die Nudeln von Enid. Die sind natürlich sehr, sehr schön und sehr süß. Das ist echtes Kunstwerk. Ich möchte es nicht einmal essen. Enid hat auch zusätzliche Nudeln hinzugefügt. Genau, sie sehen aus wie Zähne eines Vampirs. Sehr schrecklich. Die Nudeln sind nicht gekocht, trocken. Es ist unmöglich, sie zu essen. Es gibt noch Nudeln von Wednesday. Die Präsentation ist nicht schlechter als die von Enid im Wednesday-Stil. Als erstes möchte ich das Äuglein probieren. Gummibärchen? Genau, ich liebe solche. Also, woher weißt du, dass Gummibärchen so cool zu Nudeln passen? Es ist unmöglich cool. So leckere Nudeln möchte ich ganz aufessen. Ich lasse nicht mal ein paar Tropfen Soße auf den Teller. Ich denke, der Gewinner ist offensichtlich. Wesley hat die besten Nudeln zubereitet. Wie? Ich habe mich doch auch bemüht. Wednesday, räume sofort weg, auf der alten Frau Angst zu machen. Baby, bist du bereit, uns eine neue Aufgabe zu geben? Ja, ich will einen Cocktail. Könnt ihr den machen? Ganz einfach, wird bestens gemacht. Für dich, Enkelin, alles, was du willst. Ich kann Cocktails machen und jetzt werde ich so einen machen, dass du ihn nie vergisst. Die Grundlage für einen Cocktail wird ein normales Sprite sein. Wir müssen ihn in ein Glas so einer ungewöhnlichen Form gießen. Dann muss man eine geheime Zutat tropfen, die dem Sprite die gewünschte Farbe gibt. Es wird grün. Kuckuck. Ding, geh sofort zu Enid und bring mir Sahne. Was ist das für eine teuflische Hand? Verschwinde! Oma, beleidige meinen Partner nicht. Das Ding macht nur das, was ich sage. Ich brauche Sahne, um sie auf den Cocktail zu gießen und die Gummibärchenaugen draufzulegen. Ich gebe zu, die Gummibärchenaugen sind meine Lieblingssüßigkeit. Sie sehen cool aus und sind auch mega lecker. Ein roter Sirup schadet auch nicht. Worauf warte ich denn? Ich sollte auch anfangen, den Cocktail zu bereiten. Es lohnt sich definitiv, mit Gummibärchen zu beginnen. Zuerst teilen wir sie nach Farben auf. Fertig, jetzt müssen sie in Schichten in ein hohes Glas gelegt werden. Schaut nur, wie schön. Mit einem Föhn müssen diese Gummibärchen geschmolzen werden, damit sie zu einer homogenen Masse werden. Und der letzte Schritt ist Schlagsahne. Sie geben Getränken immer ein anständiges Aussehen.
Ein kleiner Gummibärchen schadet auch nicht. Das ist wunderschön, Mädchen. Ihr habt so schöne und leckere Cocktails gemacht. Aber ich habe gar nicht an die Gesundheit meiner Enkelin gedacht. Ich mache gleich einen Cocktail, der in erster Linie gesund sein wird. Er wird aus verschiedenen Gemüsesorten bestehen, die ich in diesen Mixer stopfe. Und je mehr da reinkommt, desto besser. Ich stopfe so viel wie möglich. Es bleibt nur übrig, das Gemüse zu zerkleinern. Fertig. Wie der riecht? Schrecklich. Ich kotze gleich. Komm schon. Aber meine Enkelin wird meine Sorge um ihre Gesundheit schätzen. Es ist Zeit, einen Gewinner zu wählen. Die Cocktails sehen alle sehr gut aus. Der Cocktail der Großmutter sieht am normalsten aus. Also fangen wir damit an. Dieser abscheulige Zweig ärgert mich. Ich hoffe, ich mag den Cocktail selbst. Puh, das ist eklig. Oma, es ist unmöglich zu trinken. Der nächste wird der Cocktail von Enid sein. Er sieht viel leckerer aus. Ich liebe Schlagsahne. Es gibt hier so viel von denen. Ein solcher Cocktail sollte nicht getrunken werden, sondern mit einem Löffel gegessen. Man darf ja keinen Gramm der köstlichen Schlagsahne verpassen. Die Creme ist aus, Röhrchen kann raus. Seltsam? Warum ist der Cocktail so dick? Es ist unmöglich, den zu trinken. Wie kann ich einen Cocktail gewinnen lassen, den ich nicht einmal probiert habe? Nee, das ist sicher daneben. Wednesday, die ganze Hoffnung liegt an dir. Ich probier's. Endlich lecker. Ich würde diesen Cocktail gerne ständig trinken, weil er wirklich sehr, sehr lecker ist. Ich kann einfach nicht aufhören. Das schmeckt so gut. Und wer ist der Gewinner? Offensichtlich. Wednesday, sie hat einen sehr coolen Cocktail gemacht. Enkelin, welche Aufgabe erwartet uns in dieser Runde? Oma, ganz einfach. Mach deinen Salat für mich. Ich wollte was Leichteres. Also, Salat? Salat wird gemacht. Enkelin, ein paar Minuten und es wird fertig. Du bekommst einen Salat. Gerade sind bei mir die Blätter für den Salat gereift. Lassen wir es die Grundlage des Salats bilden. Als nächstes gehen Käse und Zwieback. Anscheinend kenne ich sogar das Rezept für diesen euren Teesaal. Wir dürfen die saftigen Kirschtomaten nicht vergessen. Sie werden die Deko des Salats und seines Geschmacks sein. Fertig? Ausgezeichnet! Ich habe herausgefunden, wie man einen Salat nicht nur lecker, sondern auch schön macht. Thema Blumen. Ich mache kleine, aber sehr süße Blümchen aus Gemüse. Ich habe sogar die passenden Formen. Meiner Meinung nach ist das eine coole Idee, weil das echt wie ein Blumenstrauß aussieht und auch schmeckt. Ja, Blumen, langweilig. Dem Salat fehlt etwas Dunkles. Ein paar Basilikumblätter zum Beispiel. Ich bin begeistert von diesem Schädel, also wird er auch auf dem Teller stehen. Auf diesem Schädel werde ich die anderen Zutaten, Käse und Schinken, anlegen. Jetzt müssen wir die ganze Sache mit Ketchup füllen und zwei Augen einfügen. Der Schädel sieht so viel interessanter aus. Was für ein Horror. Wenn ich es nachts so sehen würde, würde ich aus Angst fallen. Aber es ist immer noch nicht meine Entscheidung, sondern die von unserem Baby. Hurra, endlich ein leckeres Essen. Was hast du diesmal gekocht, Wednesday? Wie entsetzlich, ich habe noch nie so schreckliche Salate gesehen. Man kann den nicht essen und nicht berühren. Nein. Mal sehen, womit mich meine Großmutter überrascht. Ihr Salat sieht im Caesar wirklich sehr ähnlich aus. So ein Salat bin ich bereit, ständig zu essen. Ich will nicht mal aufhören. Ich will den Teller schnell leeren. Hier ist es wirklich lecker und gesund. Ich werde jetzt sehr stark sein. Aber vorher werde ich die Blumen von Enid probieren. Puh, es ist nur Gemüse, nicht lecker. Der Salat meiner Großmutter gewinnt. Oma, lassen Sie sich nicht ablenken. Baby ist bereit, eine neue Aufgabe zu geben. Ich möchte einen Donut zum Nachtisch. Du bekommst einen Donut. Die liebe ich auch. Die kann ich auch backen. Ich stelle mir schon vor, wie langweilig die werden. Wieso denn so? Im Allgemeinen ist Hauptsache, dass sie lecker sind. Sie werden ja nicht nur angeschaut, sondern gegessen. Ich werde wieder etwas Buntes machen. Genauer gesagt, wird jeder meiner Donuts seine eigene Farbe haben. Normalerweise mögen Menschen sowas. Was war das? Kommt nicht zu mir. Lenkt mich nicht vom Backen ab. Meine Donuts sind fast fertig. Ein Teil der Arbeit ist erledigt. Zeit zum Dekorieren. Natürlich, wohin ohne roten Erdbeersirup? Er sieht wirklich wie Blut aus. Aber das ist noch nicht alles. Mit Hilfe einer weißen Glasur werde ich ein Muster in Form eines Spinnennetzes zeichnen. Als hätte ich diese Donuts aus einem Spinnennest geholt.
Ding, ich brauche Nutella. Bring es her. Come on. Gut gemacht. Ohne dich würde ich keine Fledermäuse machen. Schaut, wie cool. Zuerst beißen wir am Kopf ab. Ich habe wirklich schöne Donuts hinbekommen. Interessant. Ich möchte Donuts nicht so viel dekorieren. Um ihren Geschmack interessanter zu machen, streue ich einfach Puderzucker auf die Donuts. Jeder liebt es doch. Also wird meine Enkelin auch glücklich sein. Meine farbigen Donuts sind auch fertig. Sie sind so schön. Man kann jetzt sogar Fotos mit denen machen. Das ist cool. Aber das ist noch nicht alles. Zu diesen Donuts ist ein farbiges Streutopping ideal. Man muss es nur öffnen. Oh, jetzt ist meine ganze Zunge süß geworden. Hm. Aber macht nichts. Es ist Zeit für Baby, einen Gewinner zu wählen. Interessant, Wednesday hat wieder etwas Ungewöhnliches gemacht. Sogar Fledermäuse sehen köstlich aus. Mmh, nicht schlecht. Aber ich gebe zu, ich habe mehr erwartet. Die nächsten Donuts werden von meiner Großmutter kommen. Bevor ich sie essen kann, möchte ich einen kleinen Turm bauen. So wird es viel bequemer sein, sie zu essen. Gewöhnliche Donuts, lecker, aber es gibt nichts Besonderes an ihnen. Mal sehen, was Enid mir zukommen lässt. Ihre Donuts ähneln am meisten denen, die ich so sehr liebe. Mmh, es ist unmöglich lecker. Enid, es ist offensichtlich, deine Donuts sind die besten.